Lassen uns ein bisschen über Geld reden, Herr Lindner. Guten Morgen hier bei Welt. Nach der Rekordverschuldung will Finanzminister Scholz jetzt noch mal richtig drauflegen. So brutto mehr als 90 Milliarden. Was sagen Sie dazu? Herr Klug, guten Morgen. Wir halten diese Neuverschuldung auch für zu hoch. Einmal eben ein Bier. Das Bundeskabinett hat grünes Licht gegeben für die Etatpläne von Finanzminister Christian Lindner. Im laufenden Jahr sollen wegen der Corona-Krise im Kernhaushalt nochmal 99,7 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden. Außerdem ist ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro geplant für die Stärkung der Bundeswehr. Andere wollen mehr Schulden. Wir glauben, dass unser Land in einem Schuldensumpf sich versündigt an der Generation der Enkel.